Bist du bei uns bist, kannst du ein bisschen was erzählen über die Lange Nacht der Kirchen in Neumarkt am Wallersee? Ja, wir haben jetzt die Lange Nacht der Kirchen eben das vierte Mal und sind eigentlich immer aktiv dabei. Wir haben eben den Schatz von Filialkirchen, das sind drei Filialkirchen, die wir eben auch entbinden, auch von der Ortskerne, weil es ist in einem Dorf und kann so eben auch, ja, eben als kleine Einheiten, die ein großes, vielfältiges darstellen, eben auch als Zeichen dienen. Und wir haben heuer eine ganz neue Besonderheit, das ist ein eigens geschriebenes Theaterstück für die Filialkirche in Neufahren, das eben handelt über Maria Magdalena und eben auch in Zusammenhang steht mit der Monstranz, die bei uns auf Kreuzberg gedreht hat. Also es wird total spannend und ja, also es freut mich eigentlich, jeder des Pfarrgemeinderates oder jeder, der mitwirkt hat, das Programm zu erstellen, ja, auf die lange Nacht und hoffentlich auch lang genug, dass man alles besuchen kann. Ja, Maria Magdalena ist ja eine super Geschichte, die hat ja heuer das erste Mal am Jahrestag sozusagen als Apostelin, ja, also ist ja letztes Jahr erst entschieden worden im Vatikan. Das ist ein super Programm. Seit wann seid ihr dabei? Es ist jetzt das vierte Mal. Also wir haben eben ein Jahr gebraucht, dass wir uns eben durch die ganze Welt immer wieder das Ganze anschauen können, auch was ist möglich. Und haben eben, ja, Bestzeiten 7 Kirchen gespielt. Wahnsinn. Also wir haben diese Schätze und haben sie auch genutzt und eben mal der Öffentlichkeit ja, die Tore geöffnet. Das macht auf, macht dort die Tore. Genau. Dann wünschen wir euch toll, toll, toll für die lange Nacht der Kirchen, für die Besucher. Ja, danke. Auch in der Stadt hat es mir viel Vergnügen.